Hallihallo und willkommen zu einer neuen Comic Review, diesmal mit Batman Eternal. Davon gibt's fünf Bände. Und ich werde jetzt nicht das jeder einzelne irgendwie besprechen, denn ich versuche das hier so gut wie möglich spoilerfrei zu halten. Darum werde ich jetzt einfach erstmal die einzelnen zeigen jetzt hier mit coolen Covern. Wir haben hier Zeichner wie Jason Fabok. Autor ist hier über auch die ganze Zeit Scott Snyder, das ist eigentlich ein Hammer-Autor. Was sogar ein bisschen das Problem ist für mich persönlich an dieser Serie, weil ich zu hohe Erwartungen hatte, persönlich. Wir haben jetzt James Tynion macht hier mit John Layman, Ray Frost, Tim Seeley und bei anderen Bänden auch noch viele andere. Das ist aber leider auch mein kleines Problem, dass immer Jason Fabok nur ein oder zwei Hefte mal hier und da gemacht hat und die Zeichnungen hier und da immer so schwenken. Mal sind sie halt gut, manchmal ein bisschen schlechter, bis zum ganz, ganz schlechten, aber da kommen wir gleich noch zu. Und die Heft, das ist, die lief ja natürlich auch heftmäßig und davon gab es insgesamt 52 Hefte, verteilt auf diese fünf Bände. Und im ersten Band sind die ersten 10 Hefte drin und hat diese Verschwörung von Gotham, in Gotham. Ein packender Auftakt für diese Serie. Erstmal im Großen und Ganzen. Also, wir haben es hier erstmal am Anfang mit James Gordon zu tun, der praktisch ja einen Unfall erzeugt und dadurch ins Gefängnis kommt und die Bat-Familie sich zusammentut, um dem auf die Spur zu gehen. Am meisten natürlich mit Barbara und Bruce, die sind natürlich in dem Fall im Vordergrund, und auch James Unschuld zu beweisen. Dann kommt auch noch ein neuer, ja. Ein Polizist nach Gotham, Bart, der dann versucht, in James Fußstapfen zu treten. Und auch ein alter Feind kommt wieder. Das ist so ein Punkt, den ich nicht spoilern möchte. Wir haben es auch hier in der Reihe mit sehr vielen Feinden von Batman zu tun. Also eigentlich fast jede bekannte Figur aus Gotham kommt hier mal vor irgendwie. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie wichtig sie im Großen und Ganzen ist. Wie schon gesagt, wir haben jetzt hier mit der ganzen Bat-Familie zu tun, außer Dick Grayson, aber der hat gerade seine eigenen Probleme. Sprung nach Nightwing und mit Grayson und so weiter. Und wir haben es auch hier auch mit Detective-Arbeit zu tun. Batman muss halt herausfinden, was sich da genau abspielt und wer hier der Drahtzieher ist. Und man wird als Leser auch die ganze Zeit auf die falsche Fährte geleitet und Batman weiß selber auch nicht genau, was jetzt hier los ist. Und dann bilden sich auch Gruppen wie Red Hood und Batwing und der Spectre und so weiter und so fort, die dann einzelne kleine Missionen haben praktisch, was sehr unterhaltsam ist. Und wir bekommen hier auch neue Helden rein. Also wer Eternal noch nicht gelesen hat und dann aber die Batman-Reihe schon gelesen hat und am Ende irgendwie andere, also Figuren hat, die vielleicht ein bisschen lückenhaft sind. Hier wird das ein bisschen gefüllt. Dazu muss man auch noch sagen, dass man am besten sich auch noch Batman Arkham Manor holen sollte, denn das spielt auch noch damit drin, denn Arkham Asylum ist hier auch ein wichtiger Punkt. Dann muss man auch noch sagen, dass man nicht unbedingt, aber im optimalen Anspielungsbereich, sagen wir mal, das lange Halloween und Batman Hush gelesen haben sollte oder könnte, ist nicht unbedingt notwendig, aber es wäre für hier und da ein paar Sachen ein bisschen netter, sagen wir mal so. Und das sind auch zwei Batman-Geschichten. Wenn man Batman-Fan ist und Comic-Fan ist, jetzt mal, die hat man wenn dann schon gelesen oder sollte man sie schleunigst besorgen und mal gelesen haben. So würde ich es mal sagen. Jetzt kommen wir auch noch mal zu den anderen. Hier einfach mal die Covers gezeigt. Und hier im zweiten Band haben wir es mit sehr, 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 sehr grässlichen Zeichnungen zu tun, wo ich sogar Kopfschmerzen bekommen habe und das eine Heft irgendwie dreimal abgebrochen habe und dann erstmal was anderes gemacht habe und dann weitergelesen habe, weil das war so schrecklich. Die Zeichnungen alle sehen aus wie so Ausgeburten der Hölle und irgendwelche irgendwie so käferartig und alles so richtig ekelhaft scheiße gezeichnet und ich weiß nicht, wer da diesen Zeichner an ja, Eternal gelassen hat, aber das ist schon fast irgendwie, ja, ich finde, das ist einfach schlimm. Dann kriegen wir aber zum Glück auch wieder bessere Zeichnungen und irgendwann auch natürlich wieder Jason Fabok und so weiter. Das ist dann wieder so ein bisschen was Gutes, aber wie schon gesagt, Zeichnungen gehen hoch, runter, hier und da. Ich finde es ehrlich gesagt eigentlich ein bisschen scheiße, immer wenn eine Reihe mal so dauernd die Zeichner ändert. Wenn es zweimal passiert oder so, ist okay, aber wenn da hier
passiert es echt sehr oft, dass die Zeichnungen sich verändern, was ein bisschen nervig ist. Dann der dritte Band mit dem Titel Arkhams Untergang beinhaltet Eternal 21 bis 31 und ja, ist halt auch wieder Zeichnungen eigentlich fast das genauso, aber wegen diesen einen Heften, diesen schlechten Zeichnungen ist das hier auch wirklich so der schlechte gezeichnete Band von Batman. Trotzdem hat es gute Zeichnungen, sind ja nur ein, zwei Hefte mit dieser scheiß Zeichnung, also geht das noch ein bisschen. Die restlichen haben wir dann jetzt hier auch noch, die zwei restlichen Bände, aber ich kann da halt so nicht so viel sagen, weil ich sonst so viel wegspoilern möchte und das ist nicht unbedingt nötig. Im Großen und Ganzen fand ich es unterhaltsam, Batman Eternal. Es gibt auch noch Batman und Robin Eternal, das lese ich auch gerade, kommt auch noch in der Review zu. Aber es ist, wie schon gesagt, hinter meinen Erwartungen her gewesen. Weil wo ich gelesen habe, Scott Snyder ist hier dran, habe ich Riesenerwartungen gehabt. Es ist auch richtig gut, das muss man einfach mal so sagen. Ich sage schon mal die Punktzahl, so eine 8,5 von 10 ist da locker drin. Für manche vielleicht sogar eine 9 von 10. Aber es hat trotzdem noch nicht das Niveau wie die normale Batman-Reihe aus New 52. Und das habe ich eigentlich schon erwartet, dass es so eigentlich ähnlich ist. Aber es ist, ich finde, gerade mal so auf Detective-Comics-Niveau, also wie schon gesagt, zwischen so einer 8 und 9 von 10, also immer noch sehr, sehr gut, aber trotzdem, ich habe da ein bisschen mehr erwartet wegen Scott Snyder. Und dazu auch noch dieser ganze Zeichnungsdrama hier und da. Ist das da hier und da ein paar Schwächen, trotzdem storymäßig echt was abgerissen und viele, viele Figuren. Also ich glaube, jeder Batman-Fan hat da mindestens eine Lieblingsfigur, die er aus dem Batman-Universum hat. Sei es Scarecrow, Bane, Pig, Red Hood, Batgirl, Red Robin, was weiß ich wen. Und wie schon gesagt, drei neue Figuren, die dann auch sehr interessant sind. So, das ist eigentlich alles, was ich zu Batman Eternal sagen wollte. Wenn ihr denn schon diese Batman Eternal-Reihe gelesen habt, schreibt in die Kommentare, wie euch das denn gefallen hat. Und ja, das ist alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao.